Hallo meine lieben Friesenfreunde, ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem neuen Video und natürlich auch ein herzliches Hallo an alle, die hier neu auf diesem Kanal dazugekommen sind. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und abonniert auf jeden Fall direkt auch gleich mal den Kanal und aktiviert auch die Glocke und dann verpasst ihr nämlich künftig keine neuen Videos mehr von mir. So, ich habe mir gedacht, ich starte das Turnier Follow Me Around heute schon mal. Heute. Das Turnier ist ja eigentlich erst morgen. Das heißt, wir haben es heute Freitag, morgen ist es Samstag und morgen Mittag sind wir dann auf dem Turnier, beziehungsweise morgen Mittag startet unsere Prüfung. Ich bereite das Ganze aber immer schon ganz gerne am Vorabend vor. Da habe ich dann einfach am Turniertag selber so ein kleines bisschen mehr Ruhe und deswegen startet das Video quasi jetzt schon am Vorabend am Freitag. Ja, ich habe gerade Feierabend gemacht. Ich bin hier gerade noch auf dem Firmenparkplatz und werde jetzt direkt mal losfahren. Und dann nehme ich euch heute und morgen dann so ein bisschen rund ums Turnier mit. Das heißt, heute so ein bisschen Turniervorbereitung und morgen dann eben entsprechend das Ganze drumherum vom Turnier eben auch. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, genug gequatscht fürs Intro und ich würde sagen, ich fahre jetzt los in den Stall und wir sehen uns gleich wieder. So ihr Lieben, ich bin am Stall angekommen und ich werde jetzt mal so langsam anfangen, hier den Hänger schon mal so ein bisschen einzuräumen. Ich habe hier gerade schon meine Schabracke aus dem Auto geholt und die kommt jetzt schon mal in die Sattelkammer rein. Und natürlich auch das Fliegenmützchen. Und dann gehe ich erstmal hinter zum Bub und gucke, ja, was der überhaupt so sagt. Der hat nämlich heute einen freien Tag gehabt, beziehungsweise hatten immer noch. Schabracke ist drin, Mützchen auch, so, Stiefel sind auch schon drin, hallo Boppel, hallo, hallo mein Schöner, so, machen wir mal alles ready für morgen, ja? Hallo, hallo. Ja, du brauchst gar nicht da reinzudeuten. Du hast, glaube ich, schon gehabt, ne? Ja, so. Dann gehen wir mal deine Sachen zurechtmachen, ne? So. Willkommen in meinem unaufgeräumten Spind. So sieht der aus, wenn er nicht aufgeräumt ist. Asche auf mein Haupt. Ich bin ja eigentlich voll der Ordnungsfreak, was meinen Spind anbelangt. Aber irgendwie habe ich es die letzte Zeit nicht geschafft und habe einfach mal alles immer so reingeschmissen, wie es gerade gekommen ist. Das hier ist übrigens Reginas Wink mit dem Zaunpfahl, dass das Fliegenspray alle ist. Da werde ich nachher gleich mal noch eins hinhängen, weil ich habe ja noch ein bisschen Vorrat. Da... Ich glaube, das ist die. Das müsste der sein. Bremsenblocker plus Kräuter. Jawohl, das ist er. Da ist noch ein bisschen was drin. Und ich habe ja zu Hause auch noch einen ganzen Kanister. Den hängen wir jetzt mal eben schnell. Daher. Zack. Und dann kann die Uschi den dann beim Rausbringen immer mit einsprühen. So, genau. Ich habe mir übrigens mal beim Löstau eine neue Mähnen- und Schweifbürste gegönnt. Für 4 Euro Eppes, aber die andere, die ist mittlerweile kaputt. Da geht hier dieses Bürsten-Inlet. Das hat sich vom Griff gelöst und das ist ein bisschen blöd zu bürsten. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal eine neue gegönnt. Ich glaube, für 4 Euro
99 oder was das Ding kostet. Das kann man mal ausgeben. Ja, meine Helme, die liegen hier noch zum Trocknen. Den werde ich ja morgen anziehen. Da werde ich auch noch mal hier das Innenleben ein bisschen auswaschen, dass das nicht ganz so möpselt. Und bei dem muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe leider keinen Trick gefunden nach all den Jahren in der Reiterei, wie ich dieses Innenleben hier quasi ordentlich sauber bekomme. Denn das ist ja fest, das kann man ja nicht rausnehmen. Und ich scheue mich noch so ein bisschen davor, diesen Helmreiniger oder was da alles gibt zu benutzen, weil ich mir immer dann denke, nicht, dass sich dann innen der Schaumstoff löst. Naja, vielleicht habt ihr ja Erfahrungen damit, dann könnt ihr das auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr eure Reithelme reinigt. Die meisten haben ja wahrscheinlich solche neumodischen Reithelme, wo man das Innenleben rausnehmen kann, wie bei dem da. Ich habe halt hier noch so einen Charles Owen, so eine klassische Samtkappe, die liebe ich halt einfach, aber die sind halt zum Reinigen ein bisschen blöde. So. Dann würde ich mal sagen, apropos reinigen, ich werde jetzt mal hier als allererstes meine Trense sauber machen. Die steht nämlich auch schon wieder ein bisschen vor Dreck, die hat es mal wieder nötig. Wobei ich die eigentlich vor 2 Wochen geputzt habe, aber jetzt durch das Warme nochmal, ja, es bleibt halt nicht aus. Es sammelt sich halt immer wieder Schweiß vom Pferd an und deswegen ist er jetzt vor dem Turnier auch nochmal dran. So, während die Trensenteile trocknen, werde ich mich jetzt erstmal hier um den Sattel kümmern. Der ist auch noch ein bisschen dreckig. Da werde ich jetzt mal drüber wischen und dann eventuell auch noch mal einölen. Und natürlich hier die Alltagsschabracke, die kommt jetzt auch noch runter. Die andere Schabracke hängt ja schon im Hänger. Und dann brauche ich den Sattel nur noch draufhängen. So, kleiner Zeitsprung. Ich habe jetzt mittlerweile soweit alles fertig. Die Trense ist zusammengebaut. Die Sporen habe ich auch nochmal sauber gemacht. Mein Helm ist eingepackt. Meine Regenjacke, ganz wichtig. Gerte, die werde ich in der Prüfung wahrscheinlich nicht brauchen. Aber am Hängerparkplatz wirkt die manchmal Wunder, damit der Herr sich benimmt. Longe für alle Fälle, Aufgabenheft, Sattel ist auch fertig und eingepackt und im Endeffekt bin ich jetzt soweit fertig. Das räume ich jetzt alles in den Hänger dann rein und was machst denn du schon wieder für Geräusche? Du bist ein Kasper. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, also die Sachen räume ich jetzt dann noch alles in den Hänger. Dann habe ich
das Morgen nicht mehr an der Backe. Und ja, dann ist jetzt eigentlich nur noch Futter machen angesagt. Das ist nämlich leer. Du juckst gerade deinen Arsch an deinem Abendessen, ne? Das ist dir schon klar. Unfassbar. Tja, ihr Lieben, es gibt die Pferdeflogger, die immer total tolle Kuschelvideos haben von sich und ihren Pferden. Und es gibt uns. Ich werde vom Friesen hier umgerannt. Also Kuschelvideos von uns sind absolute Raritäten. Wir kriegen es irgendwie nicht hin. Und Heu ist sowieso immer interessanter als ich, gell? So, wir kuscheln jetzt noch eine Runde ohne Kamera und dann geht es für mich nach Hause. Was schnell essen, duschen und dann auf die Couch und früh in die Haya, damit ich zumindest morgen früh dann fit bin. Bye bye. Bye bye. Bis morgen, Schatzi. Aber lass Campino gehen, ja?